Bin bereit. Hallo, liebe Damen und Herren, wir reden heute über Castle Rock im Kurzwellensender, erste Staffel und einzige Staffel, über die wir reden. Hier sind Ben. Hallo. Und Phil. Hi. Und Jan. Moin. Und ich, hallo. Hallo, Tim. Das war ein kurzes Intro. Ja, spielen wir das gerade auf 1,5-facher Geschwindigkeit ab. Wisst ihr noch, was in der letzten Folge dran kam? Castle Rock? Ja, das war die Antwort. Meint ihr jetzt so inhaltlich? Ach so. Da war irgendwas ja, klar. In einem Gefängnis. Schon so lange John her. Locke hat sich umgebracht. Genau. Und dann kam der Clown aus Es und sitzt jetzt im Gefängnis und hat creepy in die Kamera geguckt, nachdem er saß Wärter umgebracht Zeit hat. Im Gefängnis, nur ein paar Stockwerke tiefer als eigentlich gedacht. Boah, gewusst. Ja, und John Locke war der ehemalige Gefängniskopf. Direktor nennt man das, ne? Warden wurde John jetzt Lacey, genau. Wurde jetzt ersetzt von einer anderen Frau und als sie dann den Clown-Jungen aus dem Keller rausgeholt haben, hat er einen Namen gesagt und das ist der Name des Jungen, der früher mal verschwunden war in Castle Rock, dann wieder aufgetaucht ist und sein Vater ist gestorben und mittlerweile arbeitet besagter Junge als Rechtsanwalt oder Strafanwalt in Texas und kommt dann aber zurück. Und der heißt Henry Deaver. Genau. Das war ungefähr die Zusammenfassung der ersten Folge. Außerdem hatten wir dann noch die Nachbarin von Henry Deaver kennengelernt, die auf dem Schulhof nicht Drogen vertickt, sondern kauft. Die heißt Molly, richtig? Ja, aber sie ist keine MILF. Sie ist keine MILF, genau. Das sagt sie ja im ersten Auftreten. Und das sind eigentlich so die Charaktere. Ach so, na, vielleicht noch die Mutter, beziehungsweise die Adoptivmutter, muss man sagen, von Henry Deaver. Und dann war ja da noch Alan, das ist sozusagen der Lebensgefährte von der Mutter. Die beiden sind auch noch aufgetreten. Mhm. Das waren so die Leute, die da aufgetaucht sind. Einfach um die Namen nochmal zu sagen, beziehungsweise die Mutter heißt Ruth. Dann haben wir auch den Namen nochmal gesagt. Und dann ist die Folge so geendet, dass ein Gefängniswärter, und zwar der auch den Allenwald angerufen hat, also das scheint so der einzige von denen zu sein, die irgendwie so einen Sinn für Gerechtigkeit haben und das Richtige tun wollen. Der ruft jetzt halt diesen Anwalt an. Und der sieht am Ende der Folge, wie der Junge, heißt er ja immer nur The Boy, wie der irgendwie aus dem Gefängnis plötzlich ausbricht. Also der ist plötzlich, guckt er in die Kamera, creepy, wie er immer guckt, und dann ist er auf der anderen Seite vom Gitter und guckt creepy in die Kamera und dann endet ja die Folge. Sieht man nicht auch schon, dass er quasi da Leute umgebracht richtig, hat, anscheinend? Ja, im Gang liegen dann Leichen. Ja, genau, richtig. Genau. Oder scheinbar. Ja, oder scheinbar. Spoiler. Ja. Und so geht es im Prinzip ja jetzt auch gleich wieder los. Ja, nahtlos. Ja. Weil dieser Wärter. Da muss ich jetzt den Namen tatsächlich nochmal nachgucken. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich finde es nicht. Ich kann ja die Wikipedia nicht benutzen. Das stimmt. Warum nicht? Auch nicht. Ja, sonst lese ich ja vielleicht. Wir können aber nicht. Ja, wissen. Ja, okay. Ihr könntet euch aber die Namen aufschreiben, so wie ich. Aber du findest es ja nicht mehr. Natürlich. Zelewski. Zelensky. Und der Gefängniswärter Zelewski, der Einzige, der so ein bisschen moralisch integer scheint in dem Gefängnis, weil er ja auch den Anwalt ruft, der geht jetzt sozusagen mit seiner Waffe raus, weil überall Aufruhr ist im Knast und er schießt fast einen von seinen Kollegen. Ja, denn das ist alles gar nicht passiert.
Also es ist alles in Ordnung. Genau, weil dann gibt es eine Umblende, dass The Boy immer noch in seiner Zelle sitzt, ja, und starrt. Er hat einfach völlig grundlos Alarm ausgelöst und, genau, ja, fast einen Kollegen erschossen. Ach so, er hat ja auch selbst den Alarm ausgelöst, deswegen ist auch der Aufruhr, oder? Das ist der einzige Grund. Ja. Ja. Aber irgendwo ist es ja verständlich, dass er es gemacht hat, ne? Ja, alles richtig, bis auf die Halluzination. Richtig gemacht. Genau. Und dann kommt das Intro. Ich glaube, in der ersten Folge kam gar kein Intro, das hatten wir da festgestellt. Und jetzt kommt das. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, ja, als das Intro kam. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, habe die ganze Zeit überlegt, gab es da ein Intro in der ersten Folge? Da gab es. Dann habe ich tatsächlich in der ersten Folge nochmal zurückgespult und dann gesehen, dass es keins gab. Ja. Und nach dem Intro kommt dann so eine Off-Stimme, gesprochen von Terry O'Quinn, die uns eigentlich die ganze Folge begleitet. Und die erzählt so zwischendurch eine Geschichte der Stadt sozusagen. Aber was das genau ist, das erfahren wir dann am Ende erst, was das eigentlich ist, was da erzählt wird. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es Terry O'Quinn ist. Es wird auch relativ schnell klar, weil es ja sozusagen auch mit Bildern dann begleitet wird von ihm. Ja, wie er dann so erzählt, wie seine junge Version anfängt, den Käfig zu bauen. Genau. Weil er Gottes Auftrag hat, den Teufel zu fangen. Genau, das fällt da schon auf. Er ist ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ja. Und mal sieht noch die, Mann wird die Erzählung aus der Vergangenheit, wie sein Bruder sich selbst umgebracht hat, indem er von einem Gebäude gesprungen ist. Da musste ich an The Leftovers denken. Da springt da auch einer von diesen Jugendlichen vom Gebäude. Na, ich glaube, der winkt auch vorher, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber nett. Ja, wenn dir ein Kind winkt, dann winkst du ja gefälligst zurück. Genau. Ja, das stimmt. Und dann springst du halt erst. Vor dessen Augen. Aber ich habe auch gedacht, dass. Also, ich wusste nicht, dass es Locke ist. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er eigentlich in der Serie heißt. Tut mir leid. Wardendale Lacey. Ja, dass der Herr Lacey auch mal Footballspieler war und ich dachte erst, okay, der Typ steht nicht mehr auf, als der da am Anfang der Folge weggetackelt wurde. Das soll man auch. Klang auch sehr saftig, ja, als er da getroffen wurde. Das wird ja auch so ein bisschen erzählt, wenn er dann sagt, dann das hält ja auch dann lange in und dann sagt er so, und als ich dann wieder zu mir kam oder so, passiert irgendwas, das wirklich relevant oder sowas. Ja, weil es geht ja auch die ganze Zeit so um dieses Thema, wie kaputt diese Stadt ist und wie verflucht es irgendwie ist und wie viel, er erzählt ja auch, wie viele Leute in diesem Haus schon gestorben sind, in dem er wohnt, und das wird ja auch mit Bildern irgendwie untermalt. Da sieht man irgendwie blutend in der Badewanne und dann die Frau, die den Mann mit dem Schlauch aus dem Auto. Das fand ich so perfide. Ja, wie der schläft durch seinen Sessel und ungeduldig auf dem Lenkrad hin und her trommelt. So, ist er bald mal tot? Und das war wohl die Vorbesitzer dann von Warden Lacey in dem Haus. Ja. Aber ja, passt ja auch, dass irgendwie auf Stephen King basiert, dann muss ja dieser Ort irgend so eine dunkle Geschichte haben. Ja. Und die dunkle Geschichte ist ja nicht nur, dass es, er sagt ja, er hat sich den Teufel immer als sowas Metaphorisches vorgestellt, aber es gibt ihn wohl personifiziert, wirklich. Genau. Und dann geht es weiter, dass Henry, oder das blendet dann so ein, dass Henry Deaver auch zu diesem Haus fährt, nämlich, und die Frau, also die Witwe vom Warden, genau. Braucht keinen Namen. Die braucht keinen Namen, die Witwe TM. Da ist mir dann erst aufgefallen, dass die blind ist, nachdem sie sagt, also vorher ist mir es gar nicht aufgefallen. Ist es euch aufgefallen? Ja, weil okay. Sie hat ihn nie angeguckt. Oh, gut. Ja, ist richtig. Er ist ja auch schwarz. Das fragt sie ihn ja dann. Eben. Weil die Nachbarn das anruft. Ja, genau. Sie lässt ihn aber in das Büro des Wardens und da ist nur so ein bisschen seltsam, dass er da diese ganzen Kalendersprüche findet. Oder das sind so Bibelsprüche, glaube ich, gell? Immer der gleiche. Er hat ganz viele Kalender und so, wo der gleiche Bibelspruch draufsteht.
Kein Bier und kein Fernsehen, ja, macht also Homer Wahnsinn. Ja, er hat immer an dem Tag, an dem dieser Bibelspruch kam, irgendwie aufgehört, die Kalenderblätter zu reißen. Und da ging es ja auch irgendwie um den Gefängniswärter, der irgendwie Jesus gesalbt hat oder was, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ist halt erstmal irgendwie seltsam, aber das unterstreicht vielleicht auch einfach nur nochmal, dass er eben so ein gottesgläubiger Typ ist, der hängt ja auch irgendwie ein Kreuz an der Wand, als wäre es in Bayern und keine Ahnung. Und er in seiner Erzählung kommt er ja auch immer mit Gott und so weiter. Genau. Und die schmeißt ihn aber dann raus, die Witwe. Weil, das kommt jetzt auch wieder, das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge, weil alle ihn irgendwie nicht mögen in diesem Ort. Denn ja, weil alle davon ausgehen, dass er seinen Vater umgebracht hat. Genau. Denn das war ein hochverehrter Mann, das war nämlich der Priester. Nein, der Reverend. Und ja. Und das ist ja in so einer kleinen Stadt eine ganz zentrale Persönlichkeit. Genau. Und wir wissen ja, das war so die Hintergrundgeschichte von Henry, dass er an 1991 als Kind irgendwie im Winter bei minus 30 Grad mehrere Tage, ich glaube 2 Wochen lang verschwunden war und dann wieder unversehrt aufgetaucht ist. Ja. Und niemand glaubt ihm, dass er sich an nichts erinnern kann. Genau. Und dann besucht Diva den aktuellen Priester. Mhm. Genau, weil er glaubt, dass er von dem was erfahren kann, weil das ja die Kirche von dieser Stadt halt war. Und da der Warden ja so ein gläubiger Mann war, hat er bestimmt da mit dem Reverend sich ausgetauscht. Genau. Hat er also den kenne ich aus Mad Men, den Reverend. Ah. Oh, okay. Ich habe gelesen, das ist die Stimme von Cole Phelps in L.A. Noir, also der Hauptdarsteller, den man da spielt. Ah, oh, okay. Womöglich, ja. Ja, stimmt. Das ist ja auch das Gesicht. Echt? Ja, aus dem Dauergif. Ah, stimmt. Ist es wirklich? Ah. Also jetzt erstmal kurz googeln. Kennst du nicht das Dauergif? Ja, doch, aber zum Vergleichen muss ich es nochmal sehen. Ja, jetzt, wo du es sagst. Das wusste ich nicht, dass die da auch das Gesicht angepasst hatten an den Schauspieler. Ja, doch, weil da war doch auch dieses mit, man sollte immer erkennen können. Ja, ja, das Gesicht. Stimmt. Das war ja extra so eine Gesichtslogik, die ja nicht so richtig funktioniert hat, tatsächlich. Ja. Aber ja, stimmt, okay. Aaron Staten? Ja, das? Ja, genau. Tatsächlich. Was man noch so alles lernt in seinen alten Tagen. Gell? Hm. Und woher kanntest du ihn filmen? Aus Mad Men. Okay, das kenne ich nicht. Ah ja, hier, Madman. Hm. Gut, aber er erfährt auch da nichts bei dem Priester. Nee, aber was man gleich erfährt, finde ich, ist, dass diese junge blonde Frau irgendwie wichtig ist. So wie die da eingeführt wird, so mit, ja klar, hier diesen krassen Mörder, mit dem beschäftige ich mich und ich sitze in der Kirche mit den Beinen hoch auf der Bank vorne dran. Und die kommt ja dann gleich auch wieder, dann, wenn sie in der Bar Aber zuerst mal wird noch mal der The Boy, also der Junge, wird noch mal von dem Warden befragt, ob er zufällig letzte Nacht mal kurz aus der Zelle ausgebrochen war. Und dann sagt er aber zu sich selbst, natürlich nicht. Und es gibt dann ihm irgendwie so eine Entschuldigung, wie er, seine Frau ist schwanger und er ist dadurch irgendwie durch den Wind oder sowas, sagt er, oder? In der Art. Ja, das ist so eine Art von Co-Pregnancy, dass dieses Phänomen gibt irgendwie bei Männern. Genau. Dass die dann auch einfach völlig durch den Wind sind. Genau. Und das ist bestimmt. Aber Alan Skarsgård starrt einfach nur. Ja. Man sieht, dass er sein Essen nicht zu sich nimmt. Stimmt. Ja. Apropos Alan. Alan ist ja der Cop. Alan Pangburn, der alte Cop. Scott Glenn. Der trifft jetzt die neue Gefängnisdirektorin an der Bar. Die Szene fand ich schön, weil er einfach so die ganze Zeit vor sich hin brabbelt, wie so jemand, der einfach so in die Bar kommt und irgendwie so Smalltalk macht. Und sie interessiert das ja überhaupt nicht und will dann auch gehen. Und er interessiert das aber überhaupt nicht, dass sie nicht interessiert ist und redet die ganze Zeit weiter. Und dann, die Leute drumherum gucken ja dann auch schon. Ja. Sie ist ja noch da. Also ja, klar. Deshalb kann er ja einfach weiterreden.
Ja, aber das muss ja nur den wichtigen Teil rechtzeitig rauskriegen. Da will ich ja drauf hinaus, dass sich dann am Ende rausstellt, dass das gar nicht irgendwie Smalltalk war, sondern dass das total mit per Intention war, warum er hier hingekommen ist und warum er das alles erzählt. Weil es ging ja nur um den letzten Satz, den er dann sagt, don't let that fucking kid out. Ja, und er sagt ja ganz eindeutig, eben der Warden hat rausgefunden, dass der Teufel eben nicht nur so ein vorgestelltes Ding ist, sondern das ist der Teufel und er hatte ihn gefangen und ab dem Moment, ab dem er ihn gefangen hatte, war hier in der Stadt alles peachy. Genau. Ja. Und das war ja in der letzten Folge noch gar nicht klar, dass er irgendwas davon weiß. Das offenbart sich uns ja jetzt sozusagen. Ich finde nur auch die Gedanken so lustig, dass Gott dir erzählt, wie du einen Käfig zu bauen hast, um einen Teufel zu fangen. Aber es ist so eine typische Stephen King-Vorstellung. Du musst so ein Schiff so bauen, damit du den Weltuntergang überlebst. Gott kann ja schon sehr spezifische Anweisungen geben, wenn du dein weirdes Verhalten irgendwie rechtfertigen musst. Ja, und also man könnte ja davon ausgehen, dass sie hört, ja, okay, es ist der Teufel, genau. Aber so ein bisschen macht's ja doch was mit ihr, weil die nächste Szene ist ja dann, wie sie mit ihrem Lackey da sich den Käfig nochmal genauer anguckt. Und sie beschließen ja dann auch, den zu irgend so einem ganz, ganz schlimmen Nazi, also aus der Einzelhaft rauszunehmen und zu irgendeinem Nazi in die Zelle zu packen. In der Erwartung, dass vielleicht, möglicherweise, passiert ja manchmal in überfüllten Gefängnissen, dass vielleicht irgendwas passieren könnte. Packen wir ihn zu dem schlimmsten Typen und der schlimmste Typ hat nämlich Hakenkreuze und 88 auf die Stirn tätowiert. You want me to make it all go away, sagt der Lakai, oder wie hast du ihn genannt, dann nickt sie nur. Und dann sperrt er ihn da rein, genau. Ja. Henry hat dann noch in der Zwischenzeit Geburtstag. Ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass seine Mutter sich daran erinnert, also seine Ruth, die ja nicht seine echte Mutter ist, weil sie ja so... Ja, ist halt nicht seine leibliche Mutter, aber schon seine Mutter. Ja. Sie hat ihn ja großgezogen. Ja, ich war noch nicht fertig mit meinem Satz, dass sie sich daran erinnert, obwohl sie ja so Anfälle von Alzheimer zu haben scheint, was man in der ersten Folge schon... Ja, aber das sagt ja hier der ehemalige Sheriff später auch noch, dass irgendwie, dass es wohl typisch ist bei Alzheimer, dass man so gute und schlechte, also auch über den Tagesverlauf hinweg. Genau. Ja. Genau. Und ich glaube, da sieht man auch, das hat man in der letzten Folge schon mal abends im Dunkeln gesehen, Molly Strand aus dem Nachbarhaus hat so eine, wie nennt man diese Sonnenbrillen? So eine Ghostbusters, wollte ich schon sagen, Blues Brothers Sonnenbrille auf und beobachtet das Haus. Genau, aber das ist ja nur der Aufhänger, um die Szene aus der Vergangenheit zu zeigen. Genau. Dass sie als Kind oder Jugendliche schon mit Henry ihr Kontakt hatte, zumindest so auf die Ferne. Man sieht, glaube ich, gar nicht, dass sie so direkt Kontakt haben. Nee, man sieht aber, dass sie die ganze Zeit seinen Namen schreibt. Also sie war so irgendwie vernarrt in ihn. Auf jeden Fall waren die Freunde. Ja, zumindest oder haben sie sich so über die aus den Fenstern gegenseitig Fensterfreunde zugewunken. Ja. Ja. Die spielt in Walking Dead mit, übrigens. Ja, ich habe erst überlegt, woher kenne ich sie, aber ja, die Whisperer-Tochter war das, genau. Ja, das hatten wir doch schon beim letzten Mal gesagt, dass die auch die Stalkerin ist aus die junge Variante von ihr. Ah, okay. Weil die war ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal zu sehen. Ja, die war zum ersten Mal zu sehen. Stimmt. Und sie hat ja aber auch so eine starke Phobie gegen Menschenmengen und so weiter, hatte sie wohl schon als weiß nicht, ob die schon als Kind hatte. Auf jeden Fall hat sie die ja schon als erwachsene Frau jetzt, wenn sie Medikamente nehmen muss, um überhaupt unter Leute zu gehen. Sich mit ihrer Schwester in dieser Bowlingbar trifft. Und die kennt man auch. Echt? Ja. Das sind Schauspieler in Serien. Irgendwoher wird man die so kennen. Hast du dich nicht sofort gefragt, woher du die kennst, Phil? Nee. Okay, ich schon. Dann habe ich nachguckt. Dann wusste ich es natürlich, als ich es gesehen habe, sofort. Das ist die Polizistin aus Fargo Staffel 1. Ha! Ja, tatsächlich.
Und ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass sie für so einen Auftritt in irgendeiner lokalen Fernsehsendung ihr Haus verpfändet oder so. Das, ja, das habe ich nicht verstanden. Also warum? Weil sie jetzt dem Fernsehsender einen Unsummen zahlen muss, damit sie da auftreten darf. Auch nicht verstanden. Ich habe es nicht. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so relevant, ob das realistisch ist oder nicht. Aber ich habe nicht verstanden, warum jetzt das Haus mit einer Hypothek belastet werden muss. Habe ich auch nicht verstanden. Aber kommt ja vielleicht. Aber ich bin auch nicht so im Immobilienbusiness drin. Genau. Apropos, sie ist ja Immobilienmaklerin. Das erfahren wir hier auch. Denn sie sagt, sie hat schon 2 Häuser verkauft diesen Monat. Sagt sie. Naja, auf jeden Fall spielt sie ihre Schwester da einfach nur aus und hat ihre Unterschrift gefälscht und stellt sie dann so vor vollendete Tatsache. Dann kommt wieder die blonde Frau. Da habe ich den Namen nicht gemerkt mir. Die eben auch in der Kirche war. In der Kneipe trifft sie Henry Deaver, während er dann Bier trinkt. Und spricht ihn da so an, ob er mal seine Füße zeigen könnte, weil es gäbe ja das Gerücht, dass er 3 abgefrorene Zehen hat. Und da geht es eigentlich auch nur darum, dass man jetzt nochmal so die Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr beleuchtet. Ja, und sie halt noch ein bisschen mehr einzuführen als, sie lebt zwar auch in dieser Stadt, aber sie ist anders. Genau. Aber was ich da auch noch interessant fand, ist, dass der Vater von ihm ja auch nicht sein echter Vater war. Das wird da, glaube ich, gesagt an der Stelle. Sondern auch ein Adoptivvater. Ja, das sagen sie, glaube ich, wenn der Sheriff oder was auch immer er ist, das Mädchen interviewt, dann sagt er irgendwas mit sein Vater, bla bla. Und die Kleine sagt dann, glaube ich, der ist gar nicht sein Vater. Okay. Und dann wird ihre Mutter sauer und sagt, ja, beantworte erstmal die Frage. Weil die Polizei jetzt, also sie sucht ja nach Henry, nach dem jungen Henry, weil er ja angeblich seinen Vater von der Klippe geworfen hat. Mhm. Und der Vater wohl noch gelebt hat, als man ihn gefunden hat. Ja, das kommt dann raus, genau. Also das war ja in der letzten Folge auch noch nicht klar. Wir hatten schon irgendwie vermutet, dass der Vater tot ist und dass der Junge wohl damit was zu tun hat oder zumindest ihm das vorgeworfen wird. Und jetzt wird er so ein bisschen ganz sachte aufgebaut, was denn da passiert ist. Ja, er sagt ja zu der Blonden direkt, er ist zu Hause in seinem eigenen Haus gestorben. Sagt er dann, genau, als am Ende der Szene. Aber später erfahren wir dann, dass er vom Cliff gestürzt war. Und dieses Cliff ist ja wahrscheinlich das, was wir schon kennen, ja, wo sich... Sie haben ihn halt wohl irgendwie im Wasser oder da in der Nähe gefunden, aber er war noch am Leben. Ja, genau. Und der Warden hat sich ja da umgebracht. Das ist dann wahrscheinlich das gleiche Cliff. Und in dieser Bar-Szene nimmt er ja dann auch noch Kontakt auf, schiebt dem... Er ist ja nur in der Bar, weil da früher immer die ganzen Leute, die im Gefängnis arbeiten, nach der Arbeit, wie es echte Männer halt machen, hingehen zum Trinken. Feierabendbier. Feierabendbier, genau. Und er da eben, weil er weiß ja noch gar nicht, wer ihn da irgendwie, er weiß ja nur, er hat irgendeinen Verbündeten im Gefängnis. Genau. Und hat ja den seinen Klienten noch gar nicht getroffen. Richtig. Und erkennt ja aber irgendwie gleich, wen von denen er ansprechen muss und schiebt dem irgendeinen Zettel zu mit, weiß ich nicht, was da drauf steht. Wir müssen reden oder so. Oder schiebt dann seine Telefonnummer drauf oder so, genau. Ja. Was wir jetzt gerade übersprungen haben, ist die nächste Szene von dem Teufel mit dem Nazi. Der sucht ja dann irgendwie, also der Nazi sucht irgend so einen Vorwand von wegen, weiß nicht, hör endlich auf zu reden oder so. Und wir wissen ja schon, der redet sowieso nicht so viel. Und hör auf zu gucken. Kommt, also baut sich ja dann so direkt vor ihm auf und er flüstert ihm dann nur zu, so, oh, du solltest mich besser nicht anfassen. Ja. Und dann ist die Szene vorbei, aber in dem Moment weiß man ja schon, das wird übel enden. Ja. Wer in der nächsten Szene noch wohl aufhören, genau. Wenn nicht. Man weiß vielleicht noch nicht genau wie, aber dass der Nazi es nicht macht, ist da, glaube ich, schon klar. Und er liest auch, ist das eine Bibel oder was auch immer? Auf jeden Fall rezitiert er irgendeinen katholischen oder christlichen Kram in seiner Zelle. Ja. Genau. Zurück zu Glück, dem Anwalt. Die Referenz versteht niemand mehr, Tim. Ach so.
Ich weiß selbst nicht, wo das herkommt. Zu alt. Die Wochenshow. Wo kam das her? Ja, die Wochenshow. Ja. Ach, die Wochenshow. Wochenshow. Ja. Genau, zurück zum Anwalt, denn die Szene mit Molly als Jugendliche hatten wir eben schon, dass sie befragt wird. Achso, jetzt wird der Hund ausgegraben, oder? Der kommt jetzt nach Hause. Ja. Ich habe da gedacht, ist das jetzt so eine leichte Referenz auf Friedhof der Kuscheltiere, weil die Frau ja dann sagt, boah, der Partner von Alan Pangburn, der Anwalt. Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Nimm einfach die Rollen. Anwalt, ehemaliger Sheriff, ja. Mutter, so funktioniert für mich gut. Genau, der ehemalige Sheriff, aka der Lebensgefährte der Mutter des Anwalts, sagt, dass eben besagte Mutter wohl sagte, sie denkt, der Hund würde durch die Mülltonnen wühlen. Und dann erzählt er auch ein bisschen vom Hund, dass sie ihn durchgefüttert haben, aufgezogen, bla 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 bla. Der wurde dann vom Auto angefahren und dann haben sie ihn im Garten begraben. Und ich dachte, es wäre jetzt so ein bisschen, weil sie ja sagt, der wühlt in den Mülltonnen rum, dass jetzt seit der Teufel raus ist, der Hund von den Toten auferstanden ist. Mhm. Und wer weiß, aber da ist es jetzt noch nicht der Fall, weil er macht dann diese Kiste auf und ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Mhm. Und dann ist es eher so eine Situation von, ich glaube, ich habe den Herd angelassen und wir sitzen schon im Flugzeug nach Hawaii. Und dann kann es sein, nein, hier, ich habe ein Foto gemacht. Der Herd ist aus und der Hund ist noch tot. Ja. Und da kommt ja auch schon wieder raus, dass Alan schon sehr genau weiß, was er sagt. Weil gräbt Scott Glenn nicht in Leftovers irgendwann Geld aus im Garten? Oder ist es... Ich meine, er gräbt auf jeden Fall oder diese Zeitschriften oder sowas. Irgendwas, dieses Live-Magazine. Irgendwas gräbt da aus, ja. Das hat mich an Leftovers erinnert. Ja. Auch hier merkt man wieder, dass er so, irgendwie hat man immer das Gefühl, dass der Smalltalk macht, aber jedes Wort ist genau gewählt, was er sagt. Auch hier wieder. Die Unterhaltung zwischen den beiden, die war ja nicht freundlich. Das war ja schon wieder so ein. Er macht dem Anwalt klar, du weißt ja nicht mal, welche Art sich um deine Mutter kümmert, also tu jetzt bitte nicht so, als würde es dich wirklich interessieren, wie es deiner Mutter geht, weil du bist ja die ganze Zeit hier in Texas wichtiger Anwalt. Und der Anwalt betont ja ihm gegenüber wieder, ja, aber ich bin der Vormund meiner Mutter und es darf hier überhaupt gar nichts passieren. So, mein Vater hätte nicht umgebettet werden dürfen und ich habe übrigens auch zu bestimmen, wer in diesem Haus ein- und ausgeht. Ah ja, stimmt. Also die tauschen ja so Drohungen aus, aber in einer sehr ruhigen und kontrollierten Weise. Aber stimmt, das war in der ersten Folge ja auch schon so in diesem Gespräch. War ja auch schon so passiv-aggressiv. Mhm. Ja. Und dann ruft doch noch der Zalewski an, der Warden, dem er die Telefonnummer auf der Serviette gegeben hat. Und sagt ihm tatsächlich, der steht ja sogar mit dem Auto vorm Haus, die treffen sich dann. Und er sagt ihm, dass er ihm das eben weitergegeben hat, aber dass er nicht aussagen kann, weil dann verliert er seinen Job. Und hier gibt es ja sonst nichts. Ja, genau. Außer das Gefängnis. Sagt er irgendwie, glaubst du, ich würde in dem Gefängnis arbeiten, wenn es irgendwie in 60 Walmart Preis wenigstens Walmart gäbe. Genau. Ich brauche das Geld. Ich werde hier nicht offiziell irgendwas machen. Genau. Ich habe genug getan. Ja, und dann sagt Diva aber, er muss zumindest mal gesehen haben, dass der existiert, sein Klient. Und da sagt er, du kommst eh nicht ins Gefängnis, müsste Gott dich schon drauf. Take an act of God. Und dann kommt jetzt wieder Schnittkirche. Was vorher ja schon eingeführt wurde, dass eben diese Kirchengemeinde da regelmäßig ins Gefängnis geht, um mit Gefangenen zu beten und Gottesdienste zu veranstalten. Und so. Genau. Da macht er jetzt mit. Ja, und das waren aber echt viele Leute, die da in diesen Bus eingestiegen sind. Alter, ich dachte, das wären so 4 oder 5, oder das waren ja 20. So ein Chor. Ja, es gibt ja auch kein Walmart. Was braucht schon ein paar Leute. Das war gefühlt die halbe Stadt, die da waren. Aber das ist ja jetzt wirklich nicht so ungewöhnlich. Vereinswesen in so einer kleinen Gemeinde ist unglaublich wichtig. Vor allem in einer kleinen Gemeinde, wo der Teufel wohnt, da gibt's starke Gottesgläubige. Ja, und eben, du bist halt, weiß nicht, du spielst halt Football oder bist in einer Kirchengemeinde oder im, weiß ich nicht, in der... Arbeitest du im Gefängnis? Gesangverein? Weil der Swingerclub wurde ja zugemacht, das haben wir ja gehört. Stimmt. mit dem eisernen Bein, oder? Ja, genau. Ja. Aber das hat sie ja dann doch nicht bekommen. Ja. Ja, genau. Und so kommt er nämlich dann jetzt doch ins Gefängnis. Und dann sieht man jetzt das, was Phil eben schon angedeutet hat, dass jetzt wohl der
Nazi tot ist. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch, und er wird Guten Morgen, Adolf, oder so sagt er. Guten Morgen, Adolf. Adolf. Aber im Deutschen sagen sie auch Guten Morgen, Adolf. Okay, aber da ist nicht so ungewöhnlich, dass er Guten Morgen sagt, meine ich zumindest. Das stimmt. Ja, und die Ärztin, die Autopsie. Da die Autopsie durchgeführt hat, sagt, es ist ein Wunder, dass der überhaupt noch gehen könnte, weil der ja voll zerfressen von Krebs, der ganze Körper. Ja. Bis unter die Schädeldecke. Alles voll. Damit hat jetzt The Boy wieder eine Einzelzelle. Ja. Mhm. Und wird dann von irgendjemandem, also als diese Kirchengruppe wieder am Gehen ist, ne, doch, wahrscheinlich ist es hier Zalewski bestimmt, ja. der den Teufel da rausschiebt an die. An die Sonne? Ans Tageslicht, ja. Und dann sehen die beiden sich das erste Mal. Und da hört man noch den ehemaligen, ich glaube, der ehemalige ist es, oder der Sheriff. Ja. Der Warden, glaube ich. Oder? Noch aus dem Off sagen, und er möge niemals das Licht wieder erblicken. Irgendwie sowas. Man weiß, vielleicht war es nicht die Beste. Aber er hat doch noch gar nichts gemacht bisher. Nö, der hat nichts gemacht bisher. Er guckt ja. Ja, der hat den Mann verkrebst, aber mehr hat er jetzt nicht. Nee, nein, das wissen wir ja nicht. Einfach nur niemand bisher entdeckt. Genau. Ach so, und deswegen war er noch so stark und so sportlich und so. Naja, manchmal geht das ganz schnell. und die Gesundheitsversorgung in überfüllten amerikanischen Gefängnissen weiß ich jetzt nicht, wie gut die ist. Ja. Ja, du hast gesagt, ja, ich besser sein als im Rest von Amerika. Ich habe Rückenschmerzen, dann sagen die, ja und? Haben wir auch. Vielleicht war es deren Erklärung, aber die Medizinerin war ja schon ein bisschen perplex. Ja, und die Gefängnisdirektorin ja auch. Ja, natürlich ist eine Stephen King-Geschichte, ist schon klar. Ich wollte ja nur nochmal betonen, gesehen haben wir bisher nur eine Halluzination von dem Zalewski und sonst gar nicht. Genau, und erzählt und wird uns nicht den Tod eines sehr, sehr kranken Insassen. Ja. Ja, und uns wird durch einen wohl möglich, wie nennt sich das, wenn ein Erzähler nicht unbedingt die Wahrheit, unzuverlässiger Erzähler. Genau, durch einen unzuverlässigen Erzähler wird uns erzählt, dass das der Teufel ist. Durch einen religiös verblendeten Fanatiker. Genau. Der einen unschuldigen Jungen mehrere Jahre in einem Käfig gehalten hat. Richtig. Und Diver sieht den jetzt, erkennt den dann auch sofort, und ich glaube, dass der naja, Junge... Naja, also das war ja auch, also das wird ja so abgesprochen. Ja, klar, das denke ich auch. Deswegen war es ja auch Zalewski. Ja. Aber auch der The Boy sieht ihn und sagt auch, glaube ich, seinen Namen, Henry Diver. Wieso ist mein Computer jetzt ausgegangen? Ah, er ist wieder an. Gut. Hä? Du bist doch noch da. Ja, das war nur der Monitor. Also er ruft ihm ja zu, so hier, ich kann dein Anwalt sein, aber du musst es halt sagen. Ja. Du musst einmal sagen, ich soll dein Anwalt sein. Und macht dann noch ein paar Fotos, damit er jetzt den Beweis hat, dass der Junge überhaupt existiert. Ja. Ja. Die Episode. Die Episode heißt übrigens auch Habeus Corpus. Habeas Corpus. Habeas Corpus, was ja, glaube ich, genau dieser Akt ist, dass ein Anwalt einen Klienten übernimmt, oder? Ja, dass du ein Recht auf ein ordentliches Verfahren hast. Doch, ach so, oder? Ich dachte, das ist der Akt. Also, dass du immer überprüfen darfst, ob du rechtmäßig verhaftet bist oder nicht. Nein. Nein? Ich dachte, das wäre der Akt, dass ein Anwalt einen Klienten übernommen hat. Na ja, gut, es geht ja in die gleiche Richtung. Ja, das stimmt. Also es geht auf jeden Fall darum, dass jemand, der im Gefängnis ist, einen Anwalt hat. Irgendwas damit hat. Genau. Wir haben doch das Internet. Ja, ich gucke ja schon gerade. Red ruhig weiter. Dann wäre es nicht aufgefallen, dass ich in der Zeit nachgucke. Zeichnet eine gerichtliche Anordnung an die Staatsgewalt, einen Verhafteten zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung vor das Gericht zu bringen. Na gut, okay. Genau, also du darfst nicht einfach Leute einsperren. Ah, okay, dann habe ich es doch falsch verstanden. Ich dachte, das wäre Kämpf vom Anwalt, ja. Ja, aber das hat ja damit, also ja. Das gehört da bestimmt auch mit dazu. Das stimmt, aber es ist schon sehr schlimm, wenn ich nicht recht habe. Also. Oh Mann. Tatsächlich, dass er nach kurzer Zeit einem Richter vorzuführen ist, ja. Ja, dass es halt irgendeine Kontrolle gibt, dass der König nicht einfach Leute einsperren darf, wie er lustig ist. Genau, also so heißt entsprechend auch die Folge, und dann ist die Folge auch schon so langsam fertig, glaube ich. Ja. Dann wird klar,
dass dieser Off-Text, den man die ganze Zeit so zwischen den Szenen gehört hat, die Terry O'Quinn eben gesprochen hat, dass das ein Brief war von dem Gefängniswärter an Alan, also den Sheriff. Denn man sieht jetzt, dass Alan die letzten Zeilen liest und den Brief dann verbrennt. Und zwar der alte Alan. Das heißt, den muss er, wahrscheinlich hat er den, ist das so eine Art Abschiedsbrief an denen gewesen. Oder? Ja. Genau. Das ist halt so der Auftrag, dass jetzt musst du auf den Teufel aufpassen. Genau. Dann sieht man noch, wie ein anderer Hund, also nicht der tote Hund, sondern ein lebendiger Hund, das ist so ein weißer Pudel oder ich weiß, ich kenne mich da nicht so aus bei den Rassen. Der gräbt eine Menschenleiche aus, glaube ich. Ja, ein Schädel war es. Ja, genau. Das ist derselbe Hund, der dem ehemaligen Gefängnis den der gesehen hat, der sich umgehört hat. In der ersten Folge. Vor seiner Decapitation erschienen ist. Ja. Und das ist ja direkt da, wo Alan auch parkt. Ach so, das heißt, er ist dann auch an dem Ort jetzt. Also dachte ich, wahrscheinlich so gestanden, weil das so der da direkte so Übergang ist. Ja. Und es ist auch, glaube ich, der Ort gewesen, wo er in der ersten Folge, da war er ja kurz mal nachts im Winter. Henry meinst du jetzt? Nicht Alan, der Anwalt. Der Anwalt, genau. Ja, das ist Henry. Vision oder was auch immer es war. Wo er dann die Schneeflocken, wo man die so im Licht sieht, ja. Genau. Mhm. Ja, das war's. Ja. Wie passiert es nicht, muss man sagen. Naja, also plotmäßig nicht, aber so, also man hat schon irgendwie ist über die Leute schon ein bisschen was erfahren. Ja, genau, also durch also diese Rückblenden. Molly heißt sie, glaube ich. Mhm. Über die haben wir doch mehr gelernt. Und hier über den Warden, also wir haben schon einiges Neues erfahren, finde ich. Aber es ist wirklich eine sehr langsame Folge gewesen. Ja klar, also im Prinzip ist nur passiert, die beiden haben sich jetzt gesehen. Genau, die beiden haben sich gesehen und das Einzige, was wir nicht schon so wussten oder was zumindest nicht schon angedeutet war, naja, vielleicht nicht das Einzige, aber irgendwas, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass jetzt eben klar wird, dass Alan in diesem Plot mit drin steckt mit dem Warden. Ja, auf jeden Fall. Naja, und vielleicht noch, dass tatsächlich jetzt der Tod von dem Priester, Reverend, dass das dem Jungen irgendwie angelastet wird. Das hattest du ja nur vermutet beim letzten Mal, Ben, oder? Gab es da schon Hinweise drauf? Ja, so wie die Leute halt mit ihm umgegangen sind, war es ja schon die ganze Zeit. Also es war ja schon stark impliziert, dass sie ihn alle verantwortlich machen. Jetzt vielleicht nicht direkt, dass er ihn umgebracht hat, aber dass es seine Schuld war ja schon in der ersten Folge relativ klar. Aber ja, hier hat man jetzt ganz klar gehört, es gehen alle davon aus, er hat ihn umgebracht. Und ist deswegen verschwunden. Ja. Und er sagt aber, er ist gar nicht dort gestorben, was ja dann auch später durch die Geschichte von Molly, glaube ich, erzählt wird. Ja, und auch, ich habe ihn da nicht, also ich habe damit gar nichts zu tun. Stimmt. Also eigentlich sagt er ja nur, ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Genau, aber wir erfahren von zwei Leuten, dass er gar nicht im Wald gestorben ist an diesem Cliff, sondern zu Hause. Ja. Okay, dann sind ja eigentlich kaum noch Fragen offen. Nö, alles geklärt. Wie viele Folgen gibt's? 10. Ja, gut. Reicht ja. Haben wir 20% schon abgearbeitet. Ja. Ich glaube, in der nächsten passiert auch wieder inhaltlich mehr. Ich fand die jetzt nicht schlecht. Also ich finde es schön, überhaupt jetzt mal so ein paar Erklärfolgen. Also ich hab mich überhaupt nicht gelangweilt. Nee, ich auch nicht. Das ist gut. Ich finde, die hatte eben auch so einen guten Flow. Ja, und ich bin sehr, sehr angetan mittlerweile echt so von den Schauspielern, also mir fällt keiner irgendwie negativ auf. Ja. Mhm. Ja, also finde ich auch gut. Ich mag das ja eh, wenn es immer so ein bisschen langsamer vorangeht und das mehr so durch die Bilder spricht. Und das mir hat eigentlich auch ganz gut gefallen, wie das erzählt war. Ich mag eigentlich gar keine Offsprecher, habe ich schon öfter mal gesagt, aber hier fand ich das ganz gut verknüpft, dass der immer mal wieder so zwischendurch so den Faden aufgenommen hat. Aber nicht halt die ganze Zeit so erzählt hat. Dadurch haben sich diese Szenen immer so ein bisschen zusammengefügt, die ja eigentlich relativ lose waren, fand ich. Ja. Fand ich ganz gut gemacht.
Und ich fand es sowieso gut, dass man noch mal ein bisschen was von Terry O'Quinn gesehen hat, nachdem der ja eigentlich enttäuschenderweise in der ersten Folge schon gleich ausgeschieden ist. Ja. Wird doch bestimmt noch häufiger passieren. Das kann sein. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch klären, was denn jetzt wirklich in dieser Nacht passiert ist oder in diesen 2 Wochen, wo der Junge verschwunden war. Also mit Junge meine ich jetzt den jungen Anwalt. Mhm. Und ob denn jetzt der Teufel ist. Ja. Ja, und wie es dazu kam, dass er gefasst wurde. Stimmt, ja. Fand es noch sehr schön. Ich habe mir aufgeschrieben, 150 tons of steel and concrete, Halleluja. Hat Alan Pangburn gesagt, als er da die neue Gefängnisdirektorin zugelabert hat, dass sie eine Brücke nach ihm benannt haben. 150 tons of steel and concrete. Halleluja. Ja. Nun gut. Ja. Also, ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Ja. Ja. I think so. Okay, dann. Es reicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Nein, wir sind im Podcast. Wenn es heißt. Willkommen. Der Preis ist heiß. Nein. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Ciao. Welcome to the future. Was denn jetzt? Viel besser als die Bob Dylan-Version. Du weißt schon, dass das die Bill McCreary-Version war. Ja, natürlich okay, weiß ich das. Gut. Deswegen sagt er ja viel besser als die Bob Dylan-Version. Ach so. Ist ja auch nur eine Version von Jimi Hendrix-Version ist. Nee. Nee. Aber Bob Dylan jedes hat ja gesagt, Lied wurde von Bob Dylan geschrieben. Offiziell jetzt ein Jimi Hendrix-Song. Ja, also jede Version von Bob Dylan Songs ist besser, wenn jemand anders sie macht. Nein. Das ist wahr, aber da wird Tim dir widersprechen. Genau. Ja, gut, das ist ja nicht das einzige Thema, womit ich einer Meinung bin. Die sind nämlich viel zu aalglatt, wenn das von anderen gesungen wird. Aber haben wir in dem letzten Film nicht gelernt, dass alles vom Songwriter geschrieben wurde? Eben, genau. Aber das weiß ja der Jan nicht, der war ja auf Hochzeitsreise. Nee, weil die Folge noch nicht draußen ist. Ah, oh, der Songwriter. Ja, der Songwriter.